Jo Leute, hier ist wieder euer Casino-Controller back am Start. Ich hoffe, es geht euch allen ganz gut und ich hoffe, ihr seid auch heute wieder auf ein neues gewappnet. Ich darf euch nach einer kurzen Siesta auf jeden Fall wieder auf ein neues begrüßen. Das an sich wundert, glaube ich, nur die wenigsten von euch. Zum Guthaben und zur Slotwahl möchte ich vorm Start aber dann doch noch ein paar Worte verlieren. Seit der letzten Session hat sich nämlich so einiges getan. Wir stehen statt 26.000 43.000 Euro zur Verfügung. Die Differenz ergab sich unter anderem aus der einhergehenden Krypto-Preisentwicklung und aus zwei erfolgreichen Carré-Wetten. Dank denen stehen mir jetzt eben 43.000 Euro zur Verfügung. Und mit dem Guthaben habe ich mich heute bei Fear the Dark eingefunden. Das ist, wie man vielleicht bereits anhand des Designs erkennen konnte, ein neuer Slot aus dem Hause Hexor, an welchen ich mich unbedingt probieren wollte. Ein bisschen zurückhalten werde ich mich aber auch so, ich meine, mir steht ein großes Guthaben zur Verfügung. Das möchte ich jetzt aber auch nicht mit offenen Armen bei Fenster rausschmeißen. Wir schauen einfach mal, wie es läuft. Wir schauen einfach mal, wie gut ich den Slot tatsächlich auch finde. Ich kann zum Slot per se nämlich gar nichts anbringen. Es ist sowohl für mich als auch für die meisten von euch ein neuer Abstecher. Hoffentlich wird es ein guter. Ich spanne euch auf jeden Fall nicht lange auf die Folter. Ich werde mir starten mit einem obligatorischen 1000 Euro Bonus. Im Laufe des Videos werde ich mich dann wahrscheinlich am Top-Bonus und an den Upgraded Spins probieren. Wie es dann aber tatsächlich läuft, werden wir eh sehen. Jetzt ist es mal ein 1000 Euro Bonus bei. Meines Wissens nach oder mal mindestens dem Design nachempfunden, brauche ich für gute Gewinne diese Upgrades, die mir eben diese Monde geben. Die schalten mir ein paar Symbole frei. Desto mehr es sind, desto besser ist es, denn jeder Respin entfernt mir einen Multi. Und naja, wenn alle Respins weg sind, gehen wir in den nächsten Spin über. Es ist in den meisten Slots eh immer dasselbe Prinzip. Ich bräuchte hier halt ein Quäntchen Glück. Und das Quäntchen Glück bleibt mir beim ersten Anlauf noch zum Teil erspart. Beziehungsweise gestohlen. Glück müsste ich mir jetzt nicht unbedingt ersparen. Ich wäre hier auch mit einem Maximalgewinn mehr als zufrieden. Ich meine, zwei Maximalgewinne in Folge könnten sich auf jeden Fall sehen lassen. Komplett ausgeschlossen ist es ja auch gar nicht. Ich meine, der theoretische Maximalgewinn liegt hier, Hexo üblich, wahrscheinlich bei 10.000x. Sofern das nicht der Fall ist, könnt ihr mich auch gern in der Kommentarsektion berichtigen. Sonst gehe ich während dieses Bonuses mal kurz auf eine Sportwette ein, die ich tatsächlich für mich entscheiden konnte. Ihr habt tatsächlich richtig gehört, ich konnte eine Fußball-Kombi-Wette für mich entscheiden. Insgesamt war das eine 84er-Quote. Der Gesamtgewinn belief sich auf 8.400 Euro. Und ich habe ganz offen gesagt, auf die heutigen Bundesliga, Serie A und La Liga-Spiele getippt. Genau genommen waren es eben die Spiele zwischen Villarreal und Valladolid, bei welchen ich auf Valladolid getippt habe. Fragt mich bitte nicht, warum ich habe diese Tipps während der Spiele abgegeben. Ich schätze einfach mal, dass die vorne waren. Bei Milan und Bologna habe ich ein Unentschieden getippt. Selbes gilt für Köln und Mainz, Stuttgart und Dortmund und Bayern und Hoffenheim. Auf die drei Spiele habe ich jeweils ein Unentschieden getippt. Und bei Leipzig gegen Augsburg habe ich auf den Favoriten getippt. Insgesamt brachte mir diese Mini-Kombi-Wette 8.000 Euro ein. Das ist jetzt vielleicht nur ein heißer Tropfen auf den Stein. Im Großen und Ganzen ist es aber doch immer nett zu sehen, dass auch ich mal eine Kombi-Wette für mich entscheiden kann. Ich hatte ja letztens echt katastrophales Glück, anders kann man es gar nicht sagen. Man schaut einfach nur mal auf die letzten paar Kombi-Wetten, speziell die Champions League-Kombi-Wetten, und meine Champions League-Sieger-Wette ist mir hier im Gedächtnis geblieben. Natürlich waren das unter anderem Außenseiter-Tipps, das mag schon sein. So klanglos untergehen hätten die aber auch nicht müssen. Ich musste ja nicht zwingend für mich entscheiden. Mir ist es recht egal, ob ich die für mich entscheide oder eben auch nicht. Ich hätte nur ganz gern einen gewissen Spielspaß und der wird einem natürlich bei so einseitigen Spielen immer entrissen. Und genau das ist das Traurige bei meiner Benfica-Wette. Ein 2-0 kann man fast nicht aufholen. Genau deswegen ist meine Kombi-Wette bzw. meine Champions League-Sieger-Wette auch kaum was wert. Ich habe ja 40.000 Euro auf Benfica getippt. Ich weiß, dass es eine Menge Geld ist und ich wusste auch schon vorher, dass das wahrscheinlich nicht aufgehen wird. Ein Sieg gegen Inter
beziehungsweise ein Fortschreiten oder ein Eintreten ins Halbfinale hätte ich aber gern gesehen. Dann hätte ich mir wahrscheinlich auch einen Cashout geholt. Jetzt ist das Ganze dann aber doch schwieriger. Ich meine, es ist theoretisch noch möglich, ein 2:0 Sieg wird mal mindestens eine Overtime garantieren. Insgesamt scheint es mir aber dann doch mehr als unwahrscheinlich. Und genau deswegen werde ich mich in näherer Zukunft wohl auch von größeren Kombi-Wetten distanzieren. Ich habe halt kaum Erfolg dran und wenn ich eh von Mal zu Mal nur abgezogen werde, gibt es dafür auch eigentlich keinen Grund. Find mal mindestens ich. Ich weiß, zum Erzählen ist es vielleicht ganz nett, zum Zuschauen ist es auch ganz nett. Ich meine, es macht die Spiele ganz offen gesagt wesentlich interessanter. Diese einseitigen Partien bringen mir zu guter Letzt dann aber auch nichts. Und naja, eine andere Sache nervt mich auch. Ich habe fast eine zufällige Kombi-Wette für mich entschieden. Die einzigen Spiele, die mir das vermasselt haben, waren das Bayer-Spiel und das United-Spiel, bei welchen ich jeweils auf den Favoriten gesetzt hatte. Und naja, in dem Fall beide unentschieden ausgingen. Das wäre auch eine 190er-Quote gewesen auf einen 1.000-Euro-Einsatz. Habe ich, wie bereits erläutert, nicht für mich entschieden. Aber so ist es dann halt. Ich meine, vielleicht entscheidet sich der Slot mindestens für mich. Ich schlag mich bis zum jetzigen Zeitpunkt ganz gut. Deswegen schrauben wir den Einsatz auch mal hoch. Ich kaufe mir mal zwei 2.000-Euro-Spins. Hier kriege ich wie im Bonus eben ein Level-Up. Und mit dem Level-Up bräuchte ich halt ein paar Verbindungen. Ohne die wird's traurig. Vielleicht geht sich aber auch so noch irgendwas aus. Oder eben auch nicht. Das ist ein teurer Spin. Ein zweites Mal probieren wir es trotzdem. Ich kriege hier auch eine Kerze. Es gibt mir eine Chance auf einen Bonus. Vielleicht nutze ich die. Oder auch nicht. Ein Spin geht noch. Komm jetzt, ein einziger profitabler Spin. Ich schalte 4 Symbole frei. Es ist bodenlos. Es war 0x, ernsthaft? Ach du meine Güte. Es ist jetzt mal ein Retrigger, alles gut und recht. Aber auch mit dem müsste erstmal was kommen. Und so wie es aussieht, kommt nichts. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Das sind einfach 0x Return Features. Das kann es ja niemandem erzählen. Vielleicht wird es jetzt was. 5 Symbole. 5 Chancen. Also bitte. Einmal mindestens eine Verbindung. Es muss nicht mal eine richtig gute sein, aber es kommt nicht mal so eine. Das ist ja komplett witzlos. Einmal probieren wir es noch, dann kaufe ich mir ein Max-Feature. So schnell hätte es jetzt nicht gehen sollen. Mit so einem Resultat habe ich aber auch nicht gerechnet. Das sage ich euch auch so, wie es eben ist. Ich fahre katastrophal. Anders kann man es gar nicht sagen. Das waren jetzt 10 Spins. Davon war kein einziger Profitspin drin. Kein einziger. Nicht mal ein halber Profitspin. Gar nichts. Vielleicht wird es jetzt was. Bitte. Gib mir Greens oder Blues. Blues sind im kommenden Spin. Oder jetzt schon. Ist nicht so schlecht. Ich krieg einen einzigen profitablen Spin. Mindestens auf den größten Einsatz. Insgesamt ist es zwar schlecht, so kann ich aber noch halbwegs damit leben. Mal mindestens dann, wenn jetzt ein guter Maximalbonus kommt. Nachdem werde ich es dann, glaube ich, auch belassen. Ich habe jetzt eh wieder Masters übertrieben. Ich wollte mir das eigentlich sparen. Wobei das so noch gut werden könnte. Ich habe gute Multis,
Jetzt bräuchte ich nur noch ein gutes Board. Und das könnte sogar kommen. Das sind recht sicher Blues. Richtig gute Blues sogar. Passt doch so. Ich krieg 48.000 Euro. Ich gehe irgendwie mit Plus raus und damit belasse ich es dann auch. Es waren auf und ab. Zu Ende gehen wir mit Plus raus. Wahrscheinlich war es nicht. Mitnehmen werden wir es aber auch so. Vielleicht wird es wieder erwarten, sogar noch richtig viel. Wobei ich es mir jetzt nicht unbedingt vorstellen kann. Geschweige denn, es kommen jetzt ein paar Blues auf einen 25er Multi. Chance wäre auf jeden Fall da. Gib mir ein Blue Cluster, bitte. Einfach ein Blue Cluster. Das wäre traumhaft. Normalerweise müsste ich die verbinden. Am besten wäre es jetzt, wenn ich die nicht zum Teil, sondern alle gesammelt verbinde. Das ist schade. Aber auch so kann es was werden. Greens wären auch phänomenal, vor allem auf dem Multi, wobei das so auch schon super ist. Ich kriege hier ein richtig gutes Feature und das, obwohl ich es nicht erwartet hat. Vielleicht wird es sogar ein Maximalgewinn. Ein guter Tumble könnte es richten. Ich bräuchte ja nur um Fullscreen Blues. Dann sind wir im Geschäft. Und komplett ausgeschlossen wäre es ja nicht. Nee, okay. Kommt nicht, ist aber auch so bombastisch. Cooler Slot. Das kann ich mal mindestens vom Bonus behaupten. Ob der Slot insgesamt jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Für mich hat sich's aber dann doch ausgezahlt und damit bin ich mehr als zufrieden. Ich habe 22.500 Euro auf den Tisch gelegt und ich gehe mit 170.000 Euro raus. So kann es gern weiterlaufen. Gestern ein Maximalgewinn oder halt vorgestern ein Maximalgewinn, heute ein 1000x Bonus. Auf der Welle können wir gern bleiben. Wobei das wahrscheinlich nicht passieren wird. Ist aber auch so, wie es ist. Mir ist es egal. Ich gehe mit einer Menge Profit raus. Ich glaube, das passt so. Ich würde mir zwar jetzt gern ein 20.000 Euro Spin-Feature kaufen, das spare ich mir. Aber dann doch lieber. Cheers.